Wir fahren jetzt gleich los zu der Showinstallation von Augustin Tebbuhl. Das Designer-Duo wurde bereits 5-mal für seine Mode ausgezeichnet. Wir sind gespannt, was uns für eine Kollektion für den Herbst und Winter 2014 erwartet. Bereits zum 5. Mal in Folge zeigen die Avantgarde-Haarstyling-Marke Sebastian Professional und das deutsch-französische Designer-Duo Augustin Tebbuhl auf der Berliner Fashion Week, was dynamische Styles für Herbst-Winter 2014 sind. Passend zum Siegeszug des digitalen Zeitalters setzen die Creative Minds von Sebastian auf extrem rasante Umstylings. Ja, wir haben uns orientiert an dem Look von Augustin Tebbuhl, also das heißt diesen nostalgischen Look in die Zukunft letztendlich. Also wie stellte man sich in der Vergangenheit, so 60er, 70er Jahre, eben das Thema Zukunft vor? Etwas, was mich auch persönlich sehr interessiert, und wir haben mal so ein bisschen nachgeforscht, also gerade so diese Bienenkopffrisur und sowas, war also diese extrem gerade hinten am Hinterkopf hochgenommenen Haare, war da eben so ein Thema, und ich wollte das halt mischen, gleichzeitig aber mit grafischen, puristischen Elementen, und deswegen sieht man teilweise schon ganz gut, dass wir anfangen, das Haar zu crimpen, mit Dynamic Shaper vorzubereiten, um das Haar wirklich auch Volumen zu geben und aufzuarbeiten. Und im Endeffekt geht es darum, da eine Kombination zu finden. Also Haar, das zum einen nostalgisch wirkt und dann gleichzeitig aber futuristisch. Zum Aufarbeiten nehmen wir Dynamic, das ist ein Dry Styler, ähnlich wie ein Dry Shampoo, aber es kann eben noch ein bisschen mehr, es schafft eben Volumen und gleichzeitig Kraft. Um das Ganze zum Festigen zu bringen, nehmen wir Reshaper Haarspray von Sebastian. The collection is called Equinox, and it was inspired by the album of Jean-Michel Jarre, which is electronic music, so the first electronic music, and it talks about retrofuturism. So it's like a nostalgic view on the future. So it's really great to work with Sebastian, because I think the hair style is like finalizing completely all what we've been working on the last 6 months, like with the clothes and the music and everything. So it's really a teamwork about finalizing the look.